Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wird Jogging betrieben. Schön durch den Wald. Und wo ich hier bin und was ich vorhab, erzähle ich euch wie immer nach dem Intro. Ich bin jetzt schon knapp 10 Minuten unterwegs und laufe heute einfach nur mein Pensum und möchte gerne eine Stunde laufen. Eine Stunde ist meine Vorgabe. Wenn ich das geschafft habe, bin ich froh. Ob ich dabei 9 oder 10 Kilometer schaffe, ist mir scheißegal. Eine Stunde wird gelaufen und dann bin ich zufrieden für heute. Ja, ich werde mich gleich mal gucken, ob es auch funktioniert. Schon gut eine halbe Stunde unterwegs hier im Wald, im Taunus bei Niedernhausen, und ich muss sagen, heute fällt es mir nicht so leicht. Die Beine sind ein bisschen schwer irgendwie, ist kacke, aber ich muss mich durchbeißen. Die Hälfte habe ich auf jeden Fall schon mal. Eine Stunde war vorgegeben von mir und das will ich erreichen auf jeden Fall, aber es ist gerade nicht so einfach. Ich bleib dran und halte euch auf dem Laufenden. 40 Minuten eier ich schon hier durch die Gegend, durch den dusseligen Wald. Und jetzt geht auch noch bergauf. Brauche ich gerade gar nicht. Schön anstrengend. Aber ich bleib dran. Da hinten ist der Weg. Von Ewigkeiten bergauf. Ich kenne den Weg gar nicht. Scheiße. Aber ich weiß, wo es ungefähr hingeht. Deswegen nicht so schlimm. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so steil ist und so lang. Kacke. Bis gleich. Jetzt bin ich bei 50 Minuten oder 52, irgend sowas. Und muss sagen, es reicht langsam. Ich bin froh, wenn ich gleich bei meinem Auto angekommen bin. Es ist noch so 1,5 Kilometer oder irgend sowas, glaube ich. Mal sehen. Kilometer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich bald da und für heute reicht es echt. Heute war ein harter Tag. Laufen fiel mir nicht so leicht. Leider nicht. Aber ich habe gleich mein Ziel erreicht und das ist wichtig. Jawohl, das ist wichtig. Ich habe es geschafft, auch wenn es hart war. Oder immer noch ist. So, ich bin schon im Auto. Habe eine Stunde, 2 Minuten bin ich gelaufen. 2 Minuten länger als eigentlich geplant. Jetzt fahre ich heim und ich sage Cheerio, Miss Sophie. Ihr könnt auch Sport machen. Bis zum nächsten Sportvlog. Tschüss.